Herzlich willkommen zurück zu Pendiment. Ich würde sehr gern heute keine Sequenz im Spiel spielen, sondern erst einmal die Punkte zusammentragen, die mich dazu bringen, dass Thomas und Amalie hinter den geheimnisvollen Nachrichten stecken. Also das heißt, dass sie die Strippenzieher hinter den Mordanstiftungen in Tassing sind. Das Ganze ist insofern für mich wichtig, weil ich ohne Walkthrough-Spiele die Story nicht kenne im Abschluss und aber irgendwie dieses Rätsel schon vorher lösen möchte. Ich möchte durch das Spiel nicht überrascht werden und deswegen nehme ich jetzt das Video vorher auf. Wir gehen also nicht ins Spiel, sondern ich würde an wenigen Stellen zeigen, wie ich auf diese ganze These komme. Und es gibt ein Rätsel, das für mich noch nicht gelöst ist, nämlich das ist die Frage, woher kommt die violette Tinte? Ich habe eine Vermutung, die könnte von Gertrud hergestellt werden, da dass sie sich tatsächlich sehr gut damit auskennen. Und zum Beginn des dritten Kapitels, also des dritten Teils des Spiels, sammeln Magdalene und sie Galläpfel, um Tinte damit herzustellen. Das könnte tatsächlich ein Indiz dafür sein, dass sie sich eben nicht nur mit Kräutern gut auskennt, sondern eben auch hervorragende Tinten herstellen kann. Das weiß ich aber noch nicht. Interessanter ist für mich die Frage, wie komme ich denn eigentlich darauf, dass Thomas und Amalie hinter diesen Botschaften stecken? Und dafür springen wir direkt in die Spielaufzeichnungen. Und hier zum Einstieg, eine kurze Sequenz aus Das letzte Mal, das war der dritte Teil in diesem Let's Play. Was auf dem Weg. Was ist das? Alles in Ordnung, Meistermaler. So, die erste Sequenz, das war der Geist am Aquädukt, der die Abtei offensichtlich verlassen hat, wie wir jetzt im letzten Teil gelernt haben. Also es gibt ja einen Weg vom sowohl vom von dem Teil Klosterteil für die Brüder, als auch einen Zugang zum Konvent der Frauen. Und die Figur, die da gerade über das Aquädukt gesprungen ist, ist auf dem Rückweg aus dem Kloster. Wir kommen gerade vom gemeinsamen Essen mit dem Baron, der vor uns das Haus verlassen hat. Und gleichzeitig mit uns ist Thomas gegangen. Entweder ist dies Thomas oder es ist Amalie. Thomas halte ich nicht für sehr wahrscheinlich, es könnte aber sein. Oder wir haben hier direkt tatsächlich Amalia, die über das Aquädukt springt und Folgendes getan hat. Ich vermute, dass sie die Nachricht im Dormitorium hinterlassen hat, über die wir noch sprechen. Denn, und den Hinweis wird uns Margarete geben, irgendjemand hat im Dormitorium eine Nachricht hinterlassen und war im Dormitorium, während sie geschlafen haben. Das würde zeitlich ungefähr passen. Und haben diese Person, die dort war, die Sequenz schauen wir uns gleich an, hat nach Schwefel gerochen, nach Moos, nach Weihrauch und nach Rosen. Und um nach Schwefel und Moos zu riechen, muss man durch den Wald am Köhler vorbei. Und das wird erklären, warum das Gewand, das Weiße, nach Weihrauch, Rosen, Schwefel und Moos riecht. Das sehen wir uns aber gleich an. Das ist die erste Sequenz und gleich danach passiert Folgendes. Nein. Fahles Pferd, reglos am Boden. Hallo, ist alles in Ordnung mit euch? Gine, Martin, das kahle Pferd der Tod. Das fahle Pferd der Tod. Schwester, hör auf meine Stimme. Hörst du mich? Hörst du mich? Amalie, ja. Ja, Vater, ich höre euch. Bin ich hier? Ist das hier jetzt? Ja, du bist
hier bei uns und im Jetzt. Ich bitte um Verzeihung, Andreas, das muss sicher doch beängstigend gewesen sein. Geht es ihr gut? Ja, durchaus. Schwester Amalie ist eine Mystikerin. Der Herr gewährt ihr immer selbst so schnell weggeklickt. Einige furchteinflößender als der andere. Also Vision. Was tut sie da drin? Wohnt sie in der Kirche? Sie lebt dort, ja. Ich bin etwas überrascht, dass ihr sie noch nicht bemerkt hattet. Kämt ihr öfters zur Messe, würdet ihr sehen, dass ich ihr die Kommunion durch das Fenster ihrer Zelle zuteil werden lasse. Ich habe Zelle? Eine Klausnerin. Das ist eine Inkluse, eine Einsiedlerin, die Gott so treu ergeben ist, dass sie sich in eine Zelle neben der Kirche zurückgezogen hat. Für die Welt ist sie tot, doch sie führt ihr spirituelles Leben im Gebet und religiöser Einkehr fort. Und selten einmal erfährt sie Visionen, ebenso großartig wie schrecklich. Stammt sie aus Tassing oder war sie eine Nonne in Kirsau? Weder noch. Sie kam aus einer Benediktinerabtei in Niederbayern zu uns, die durch ein Feuer zerstört wurde. Ich bin ihr Beichtvater und kümmere mich um sie. Viele Inklusen können nicht lesen. Ich schreibe ihre Visionen nieder, um bei der Deutung zu helfen. Ich dachte, alle Mönche und Nonnen von Kirsau könnten lesen, selbst der arme Bruder Volkbert. Danke, Vater Thomas. Ich muss nun ruhen. Na, sie kann offensichtlich lesen. Also zumindest entspricht die Schrift der Cecilia und des Abt und dem Abt. Danke, Vater Thomas. Ich muss nun ruhen. Oder eben doch nicht. Natürlich, Schwester. So, das, was wir hier gesehen haben, würde ich als astreines Schauspiel deklarieren. Und die beiden haben nur darauf gewartet, dass Thomas vorbeiläuft. Zum einen ein ganz wichtiger Hinweis, sie ist aus einem Kloster geflohen, das niedergebrannt ist. Und Thomas erklärt, dass sie nicht lesen und schreiben kann. Und dass er ihre Visionen aufschreibt. Das ist ganz zentral. Und er rückt damit in den Blick, dass sie, oder er nimmt sie aus der Schusslinie, weil man nicht darauf kommt, dass sie die Nachrichten geschrieben hat. Warum sie das tut und weshalb Thomas sie dazu bringt und wie die beiden zusammenhängen, das weiß ich noch nicht. Da habe ich keine Antwort drauf. Aber es ist durchaus denkbar, dass sie gerade über das Aquädukt gekommen ist, denn das Spiel hat zum ab und zu mal so eine Inkonsistenzen im zeitlichen Ablauf, das haben wir schon gesehen, so dass auch häufiger mal das Miteinander und Nebeneinander von bestimmten Ereignissen nicht untypisch ist. Also ich würde mal vermuten, dass das Amaya war, die über das Aquädukt gesprungen ist, oder es war eben Thomas auf dem Rückweg. So ganz zeitlich parallel passt das aber alles nicht. Okay, also ganz zentrale Passage, hier die Vision, ja, die faktisch ausgerufen wird, nachdem die Nachrichten verteilt worden sind. Das heißt, das ist ein ganz zentraler Hinweis im Dormitorium. Wie gesehen, aber schauen wir jetzt mal auf den nächsten Aspekt. Dazu springen wir in die Szene nach dem Mord und schauen uns mal die erste Nachricht an, die wir bei Florian bekommen haben. Eine Art Nachricht. Ich denke, ihr werdet sie sorgfältiger öffnen, als ich es könnte. Das Mädchen. Das starb und die Unschuldige mit ihr. Matutine Kapitelhaus. Matutine hat die Inkluse gerufen, also mit ihrer Vorahnung. Das ist die nächtliche Betstunde. Und Kapitelhaus meint wahrscheinlich Kapitelsaal. Was steht dort? Das Mädchen, das starb und die Unschuldige mit ihr. Matutine Kapitelhaus. So, und hier sind wir der Inszenierung des Spiels aufgesessen, nämlich, dass wir überhaupt nicht mehr auf die Idee kommen, dass Amai diese Nachricht geschrieben haben könnte. Und ich habe fortan die ganze Zeit gesucht, wer im Kloster
diese Nachricht geschrieben haben könnte und bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass Amalie das sein könnte. Aber es gibt natürlich einen zentralen Hinweis. Es muss jemand sein, der unglaublich viel weiß. Dafür hatte ich erst im Verdacht den Köhler, der wirklich geschwätzig ist und jede Story kennt. Ich habe ja auch gedacht, dass der irgendwie mit Thomas und Amalie unter einer Decke steckt, aber das ist dann vielleicht doch zu weit hergeholt. Und diese Botschaften verfolgen den Spieler durch das ganze Spiel hindurch. Wir springen mal an die nächste Stelle. Die ist sehr interessant, denn die offenbart faktisch das Geheimnis der Person, die eine der Nachrichten ins Dormitorium brachte. Wir sprechen hier mit Margarete, die erblindet ist. Glaubt ihr es? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Vater Abzug, dass der Teufel manchmal in Menschen einfährt und sie schreckliche Dinge tun lässt. Ich denke nicht, dass der Teufel in Bruder Piero einfuhr. Glaubt ihr, der Teufel könnte hier in Kirsau erscheinen? Ich schätze schon, weshalb? Ich habe den Teufel nicht gesehen, aber ich glaube, ich habe seinen Odem gerochen. Letzte Nacht erwachte ich vor der Matutine und roch etwas in unserem Dormitorium. Eigenartig war das Moos und Schwefel gemischt mit Weihrauch und Rosen. Das ist genau die Szene, die ich meine. Also das heißt, vor der Matutine hat sie im Dormitorium der Frauen jemanden gerochen, der offensichtlich mit Weihrauch in Kontakt steht, also innerhalb einer Kirche sich bewegt und gleichzeitig nach Moos und Schwefel. Das hat mich ein bisschen verwirrt, weil ich die ganze Zeit mir überlegt habe, wie kommt der Geruch von Weihrauch und Rosen an Adam ran, ja. Also das ist irgendwie unwahrscheinlich. Also es musste andersrum sein. Und das war für mich ein ganz zentraler Hinweis, wer durch den Wald ins Kloster gegangen ist. Der Hinweis von Margarete ziemlich früh im Spiel, ebenfalls in der Folge mehr Feinde als Freunde, also direkt in der Aufzeichnung zum ersten Tag des Gerichts. So, dann schauen wir mal weiter auf die nächste Nachricht, die zeige ich nur ganz schnell. Zwei Unschuldige. Da haben wir's. Das ist seltsam. Sind hier zwei Menschen begraben? Kinder vielleicht? Ich denke, die Tochter von Linhard und deren Kind. Könnten sie Linhards Kinder sein? Aber warum sie dann außerhalb des Kirchhofs begraben werden? Weil sie Selbstmörder sind. Es ist fast so, als würde jemand versuchen, sie zu verstecken. Oh, er hinterließ eine Nachricht mit den Blumen. Ach, du Großgüte. Gedenke des Mädchens. Ein Grab für zwei Unschuldige. Der rote Vogel fliegt. Matutine, Kapitel aus. Genau, auch das ist nochmal eine Nachricht, die wir dort gefunden haben und die uns dann auch auf die Spur von Linhard aufsetzte. Das müssen wir jetzt aber gar nicht weiter verfolgen. Das ist aus der Folge Tag des Gerichts aus dem sechsten Teil des Let's Plays. Jetzt sind wir ebenfalls Tag des Gerichts bereits in der Szene, in der wir die Nachrichten dem Erzdiakon offenbaren und die er offensichtlich für die Aufklärung des Mordfalls nicht näher in Betracht Interessant, zieht. was das in diesem Fall Licht ins Dunkel bringen könnte. Der Bruder Florian euch von der Nachricht erzählt, die er in der Kleidung des Barons gefunden hat. Ja, Bruder Florian hat erklärt, wie er sie gefunden hat und mir gesagt, was drin steht. Meister Adeljäger hat seine Zeugenaussage in unseren Unterlagen eingetragen. Eure Beschreibung der Vorfälle zwischen dem Baron und Beate Steinerin erklärt die Bedeutung. Denkt ihr nicht, dass der Steinmütz sie geschrieben hat? Nein. Wer diese Nachricht geschrieben hat, ist ein talentierter Schreiber. Soweit ich weiß, gibt es in Kirsau zwei, den älteren Bruder Edok und den jüngeren Bruder Guy. Euer Hochwürden, um ehrlich zu sein, keiner der beiden Männer ist erfahren genug, um so zu schreiben. Die Schrift ist besonders, der Stil ist anders, sie ähnelt Edok und Guys Schrift nicht, auch nicht meiner. Ja, nun, was diese Sonderheiten auch sein mögen, sie scheinen ein Mysterium zu bleiben, das nichts mit dem Mord hat zu tun hat.
Leider gibt es noch etwas zu berichten. Ich habe weitere Nachrichten gefunden. Nachrichten von gleicher Hand, auf dem gleichen Pergament, gerichtet an jene, die ein Motiv hat, den Baron zu ermorden. Das ist zutiefst verstörend, aber das geht ebenfalls über den Umfang meiner Untersuchung hinaus. Ich danke euch in jedem Fall dafür, dass ihr mich darüber unterrichtet habt. Natürlich, euer Hochwürden. Nochmals vielen Dank für eure Zeit, Meister Maler. So. Das, was ich daraufhin gemacht habe, ist, dass ich erst zunächst erstmal froh war, dass Guy und Edoc ich ausschließen konnte, das heißt den zwei talentierten Schreibern in der Abtei. Und daraufhin habe ich faktisch das ganze Personaltableau durchgeblättert mit Hinweisen auf eine Nonne oder ein Mönch, also auf jemanden im monastischen Bereich, der gebildet genug ist zu schreiben. Das sieht man ja relativ gut an den Formulierungen. Und auch hier kam ich nicht auf die Idee, mich um Amalie zu kümmern, denn die hatte Thomas ja vorsorglich aus der Schusslinie genommen. Springen wir mal zur nächsten Sequenz. Und zwar sind wir hier am Tag des Gerichts. Und zwar zum Abschluss und dem Abschied von Piero. Hier fällt gleich aus dem Buch von Thomas Mallers Manuskript die nächste Nachricht. Huch. Was ist das? Ein Fetzen Pergament. Kehrt nie wieder hierher zurück. Das war ein Tiefschlag im Spiel, gebe ich ehrlich zu. Denn ich hatte ja gehofft, dass mit dem Urteil gegenüber Ferenc diese Mordreihe aufhört und die Gewalt, die unter der Oberfläche liegt und als Pendiment sichtbar wird. Aber offenbar war der oder diejenige, die diese Nachrichten geschrieben hat, hat sehr genau beobachtet, was hier eigentlich vor sich geht und wo wir stehen und wie wir uns damit beschäftigen. Und damit konnte auch Bruder Piero nicht viel anfangen. Und was mich aber ab dem Zeitpunkt dann beschäftigt hat. Ich hatte ja gehofft, dass ich dieses aufgeklärt habe und ist das gut. Hier wurde aber klar, die Geschichte geht weiter und hier ist noch mehr zu befürchten. Genauso war es dann auch. Und dafür springen wir in die Folge Ein Sturm zieht auf, das dann schon Let's Play Teil 6. Was auch zu. Ich denke, ich spiele den ersten Tag noch hoch zu Ende. Die Sünde des Saulus. Die Sünde des Saulus. Der erste Monarch von Israel. Laut Alten Testament wurde Saul von Gott als König abgelehnt, nachdem er den Anweisungen des Propheten Samuel nicht gehorcht hatte. Vom Saulus zum Paulus. Die Sünde des Saulus. Die Sünde des Saulus. Meister, habt ihr das gehört? Es klang, als würde da jemand rufen. Ich denke, das ist Schwester Amalie, eine Mystikerin. Vielleicht hat sie eine ihrer Visionen. Schwester Amalie, geht es euch gut? Die Philister, dies ist die Hand Gottes. Komplett, komplett. Schließlich schon um 8 Uhr abends. Hat er nicht. Matutina hat sie auch schon gerufen. Schwester, geschieht etwas bei der Komplett? Komplett ist genau jetzt. Nein. Kasper. Schwester, Schwester Amalie. Huch. Ihr seid der Künstler Andreas. Ihr erinnert euch an mich? Ja, ihr wart hier, als der Baron ermordet wurde. Ihr habt euch verändert. Hoffentlich zum Besseren. Gott weiß es. Enthüllt und verbirgt er auch seine Willen, so kennt er doch unsere Herzen, selbst wenn wir sie nicht kennen. Ich wünschte, Vater Thomas wäre hier. Soll Kaspar ihm hingehen?
Wenn das möglich wäre, ja, sein Haus ist gleich um die Ecke. Kaspar laufende Hunde fordert uns. Ja, Meister Andreas. Euer Sohn? Mein Lehrling. Mein Lehrling Kaspar Ziegler aus Salzburg. Mein Lehrling, auch wenn er mir wie ein Sohn erscheint. Nein, ich habe keinen Sohn. Meine Frau und ich. Zu viele Details. Mein Lehrling Kaspar Ziegler aus Salzburg. Er scheint begierig, euch zu gefallen. Er ist sehr enthusiastisch, ja. Über das Verhältnis von Meister und Lehrling weiß ich wenig. So, jetzt wird's interessant. Und zwar folgendes. Meine Welt ist die des Geistes, fernab vom Gang auf Leben und Tod. Ich sehe und höre durch diese kleine Fenster, wie sich eure Welt dreht, doch gnädigerweise sind es nur kleine. So, ich mache hier mal ganz kurz Pause. Und zwar geht es um ein Detail. Sie hat Bücher. Jetzt könnte man sagen, okay, das sind Artefakte, die sie halt hinterlegt und die halt von besonderer Wichtigkeit erscheinen. Aber sie kann lesen. Darauf habe ich beim ersten Mal nicht so genau geachtet. Ja, also ich habe gedacht, naja, wer weiß, vielleicht hängt sie irgendwie emotional dran. Und eine Bibel hat schon irgendwie jeder in der Gegend rumliegen. Aber wir sind hier zu einer Zeit, in der Manuskripte extrem wertvoll sind. Ja, also in der es eben nicht nur einfach darum geht, dass man irgendwie die dort als Schmuckstück liegen hat. Ja? Wir sind nicht zur Zeit des Buchdrucks, sondern es handelt sich dabei um handgeschriebene Texte von wirklich hohem Wert. Und die hat man nicht einfach so bei sich in so einer feuchten Zelle rumliegen, sondern die sind wichtig für ihre Konstitution. Und da kann man ruhig besonderen Wert drauf geben. Ja? Warum könnte auch Amalia nach Moos riechen zumindest? Also sie lebte die ganze Zeit erdnah. Und tatsächlich halte ich sie für jemanden, der uns nicht nur angelogen hat bezüglich des Lesens, sondern auch anlügt bezüglich des gesundheitlichen Zustands. Also sie ist durchaus, glaube ich, in der Lage, über das Aquädukt zu springen. Das jedenfalls eine Szene aus Der Sturm zieht auf Let's Play Teil 7. Springen wir weiter zu einer Szene. Ich glaube, das ist dasselbe, oder? Jetzt müssen wir schnell schauen. 54,59. Oi, das ist eine andere Szene. Ich denke, ich spiele den ersten Tag mal noch. Nein, es ist dieselbe Szene. Die schauen wir uns nicht nochmal an, natürlich. Aber wir gehen jetzt weiter in die Johannes nach Teil 8. Und das Ende oder das Morgen, der Morgen des zweiten Tages. Tatsächlich finden wir dort einen Brief. Habt ihr das fallen lassen, Kaspar? Nein, ich glaube nicht, Meister. So, dasselbe Muster wie beim letzten Mal. Wir haben also die, jetzt aber etwas deutlicher, ne? Also wir haben die Vision, ja, von Amalie und danach finden wir Zettel und Nachrichten und davon gibt es einige. Das ist so, dass Anna, glaube ich, heißt sie. Anna ist die Tochter von Ulrich und Gret. Später bei der Beichte sagen wir, sie hat einen ähnlichen Zettel dem Martin gestohlen. Und es tauchen auch noch weitere Botschaften auf, sodass hier schon klar ist, hier werden wieder dieselben Strippen gezogen. Gut, springen wir weiter. Und zwar Johannesnacht, Teil 8. Und jetzt wird es interessant. Wir sind hier in der Bibliothek und finden ein Buch. Das scheinen lateinische Übersetzungen von Origines Homilien zu sein. Leider in Teilen verbrannt. Wahrscheinlich kein gutes Geschenk für ein junges Moment. Es ist die gleiche Schrift, die auf den Pergamenten, die ich bei den Nachforschungen zum Baron fand. So. Mittlerweile fast in Vergessenheit geraten ist, dass Amalie aus einem brennenden Benediktinerkloster floh. Das, was sie mitgenommen hat aus diesem Kloster, ist ihr eigenes Buch, das sie selbst geschrieben hat. Die entscheidende Frage ist, wie ist dieses Buch
in die Bibliothek gekommen? Dafür gibt es aber eine ganz einfache Antwort, nämlich sie kennen den Weg, also Amalia und Thomas kennen den Weg aus der oder über das Aquädukt in die Abtei und können das Buch jederzeit dort versteckt haben. Das bedeutet, dass sie eigentlich dann von sich ablenken wollten. Und das muss passiert sein, bevor sie die erste Nachricht geschrieben haben. Davor muss Buch versteckt worden sein in der Bibliothek. Es ist also auch möglich, dass wir ganz am Anfang nicht gesehen haben, wie jemand die Nachricht im Dormitorium der Frauen versteckt, sondern dass wir gesehen haben, wie jemand auf dem Rückweg ist, als er das Buch in die Bibliothek gebracht hat. Vielleicht auch beides zusammen, wer weiß das schon, ist ja ein Weg, ein Abwasch, da kann man das gut erledigen, aber jedenfalls ist das das Buch von Amalie. Gut, schauen wir weiter, das ist gar nicht so entscheidend, wir fragen aber auf jeden Fall Illuminata nach dem Buch, wo das herkommt. Ja, Mutter Illuminata, was wisst ihr über dieses Buch? Ich weiß gar nichts darüber, ich sehe es zum ersten Mal, wo habt ihr es gefunden? Das habe ich auf einem der unteren Regale gesehen. Ich glaube nicht, dass es in unserem Katalog ist. Es ist an den Ecken versenkt. Warum? Wie kann ich herausfinden, woher es kommt und wer es geschrieben hat? Wenn es nicht in unserem Katalog ist, weiß ich leider nicht, wen ihr fragen könnt. Wenn es eine Neuanschaffung war, sind wir die Einzigen. Sind die Einzigen, die es wissen können, Mutter Cecilia und Vater Matthias. Das bedeutet, dass wir im Wesentlichen auf eine Zeit schauen, die weit vor den Ereignissen liegt, die wir hier spielen. Und das bedeutet, dass irgendwann das Buch da eingestellt worden sein könnte, aber eben auch erst in der Nacht, in der der Baron ermordet worden ist. Das ist für mich eigentlich die interessanteste Szene in diesem Zusammenhang gewesen, denn hier habe ich noch gedacht, was liest der Köhler denn für Bücher? Und weshalb ich aber schlussendlich von dem Köhler weggekommen bin, das hat ja alles keinen Sinn gemacht. Auch der weiß viel, ja, keine Frage. Aber war dann in einer Szene in den gewundenen Pfaden. Das ist dann schon Let's Play Teil 9. Und die schauen wir uns mal an. Alles noch. So, das, was wir hier sehen, ist eine verkleidete Person, die aus der Stadt zurück in den Wald flieht und zwar zu dem geheimen Durchgang, der zum Kloster führt. Sie ist geschmückt mit Butterblumen, die nur dort wachsen. Und entscheidend daran ist, dass jedenfalls jemand, der von dort aus oder in diese Richtung flieht und Butterblumen mitbringt, auch von dort gekommen sein muss. Ich tippe darauf, dass das Guy gewesen ist, denn er ist aus dem Kloster gekommen und wieder in das Kloster zurückgegangen. Schlussendlich kann es aber auch Thomas gewesen sein, von der Statur zumindest her, aber das ist ein Kostüm, wer weiß das schon. Und schlussendlich entspricht dieses Kostüm auch wiederum interessanterweise sehr dem, das man gesehen hat bei der Figur, die über das Aquädukt gesprungen ist. Also das heißt, offensichtlich gibt es hier eine Verbindung. Für mich ist aber interessant, dass es halt jemand, der der Otto ermordet hat, ist offensichtlich jemand, der mit diesen ganzen Geheimgängen vertraut ist. Und das sind nicht viele Leute in diesem Spiel. Dann passiert das Unvermeidliche und es gibt ein totales Chaos und wir sind nach dem Mord an Otto zurück und bei der Beichte. Hier haben wir zwei, drei Konjunktive zwischendurch, die Thomas sagt, also er hat gedacht, er könnte das aufhalten, das Ganze und so weiter und so fort. Und er insistiert so darauf in den Gesprächen, dass man schon so das Gefühl kriegt, dass er versucht, bestimmte Dinge zu lenken. Und dann weiß man auch, wie das funktioniert. Also erstens, Thomas weiß alles durch die Beichte und dann kommt diese Szene. Amalia, Andreas. Die hört alles da drin.
Schwester Amalie, geht es euch gut? Es geht mir gut, mein Leib schmerzt, doch meine Seele steigt empor. Gott kündet den Dienst der Seele allen, die sind im Himmel. In der Tat, das tut er. Ihr habt ihren Beichten gelauscht, nicht wahr? Habt ihr das? Ich lausche nicht, doch manchmal höre ich. Also habt ihr alles gehört, was wir gesagt haben? Habt ihr etwas gehört, das uns entgangen ist? Nicht heute, aber vor einer Weile, da hörte ich jemand anders hier beichten. Bruder Guy kam, um bei Vater Thomas zu beichten. Ach, gleich nachdem er mit uns gesprochen hatte. Interessant. Bruder Guy wollte aus zwei Gründen bei Vater Thomas beichten. Zum einen beichtet er über den Diebstahl der Gelder der Abtei. Okay, also mal zwei Punkte. Thomas hört von allen alle Geschichten. Amalie hört von allen alle Geschichten. Sie selbst beim Denken zuschauen, ist auch so eine Sache. Vielleicht ist das Buch ja von ihr und sie kann doch schreiben. Ich hatte erst gedacht, der Köhler ist es, weil das Buch angesenkt war. Aber vielleicht hat sie das Buch gerettet. Das gucke ich mir gleich nochmal an. Wenig überraschend. Ich verstehe, warum er das nicht dem Abbeichten wollte. Zum anderen wusste er, dass Vater Thomas schon einen Verdacht hat. So, ich mache jetzt mal den Ton hier aus an der Stelle. Also das ist genau der Punkt, der hier sticht, ja. Also das heißt, unabhängig davon, dass ich mir selbst beim Denken zuschauen konnte, ist es so, dass genau dieser Verdacht sich erhärtet. Ja, also das heißt, wenn man die Belege nach und nach sich durchschaut, sieht man erstens, wie Andreas instrumentalisiert wird von den beiden, indem er nämlich, wenn er vorbeiläuft, sie zufällig ihre Vision hat. Das ist sowieso schon recht erstaunlich. Und zum anderen ist es so, dass sie alles hört. Ja, also das heißt, sie kennen alle Geschichten, die sich in Tasing ereignen, und sie steckt uns hier die Geschichte von Guy zu. Und das hat folgenden Grund. Ich bin mir fast sicher, dass wir die Nachricht über Guys Verrat hätten anders bekommen auf einem Pergament. Und man muss sich die Frage stellen, warum das nicht der Fall gewesen ist. Sondern es ist nur Martin angezählt worden. Und nur Martin und Hannah. Und das Interessante ist, dass ausgerechnet Guy, dass wir auf die Spur von Guy auf andere Art und Weise gekommen sind. Und warum, entweder habe ich keine Nachricht gefunden über Guy, das kann durchaus sein, oder Thomas wollte ausgerechnet Guy eben nicht ans Messer liefern. Davon gehe ich mal fest aus, denn das würde ja die Situation in der Stadt eskalieren lassen, wenn genau das herauskommt. Und Thomas ist jemand, der, das hat man auch in den Beichten gesehen, der festhalten will, was da ist. So, ich glaube, ich schaue jetzt gerade noch einmal fassungslos in die Biografien der beiden und finde darin Amalie nicht. Amalie steht nicht drin mit ihrer Geschichte. Und das war für mich dann der letzte Baustein, der das Rätsel seiner Lösung näher brachte. So, und jetzt noch der Schluss. Hier entdecken wir den Durchgang zum Kloster. Auch das ziehe ich jetzt nicht nochmal laut mit dem Ton, indem wir faktisch in die Ruinen stürzen und gerade auch die Herkunft der Butterblumen und auch das Kostüm entdeckt haben. Es ist also jemand, der hier das Kostüm abwirft und dann ins Kloster zurückkehrt. Und das ist mit großer Wahrscheinlichkeit
Magie gewesen. Ja, also alles andere macht hier erzähllogisch keinen Sinn und ist auch vom Spiel so angelegt, dass wir hier Gi auf die Schliche kommen. So, das soll es für heute mit dieser Zwischenfolge gewesen sein. Ich bin ja echt gespannt, ob ich mit dieser Auflösung des Strippenziehers recht behalte. Ich weiß es wirklich nicht. Und es bleibt das eine Rätsel, woher kommt die Tinte? Woher kommt die Tinte? Und ich hoffe, dass das Spiel mir das erklärt. Kann es aber jetzt noch nicht sagen, mit letzter Sicherheit. Hoffe das aber. Denn das wäre das letzte Puzzlestück, das mir noch so fehlt. Und jetzt schauen wir mal, wie der dritte Teil sich entwickelt. Okay, das soll es gewesen sein. Und dann beim nächsten Mal sehen wir uns mit Magdalena als Protagonistin im dritten Teil zu Pentiment. Ciao.